Ja, willkommen zurück zu American Arcadia oder zu Sprache und Spiel, je nachdem, wie man es nimmt. Ich sag vielleicht noch mal ganz kurz was dazu, was hier auf dem Kanal zu erwarten ist. Also ich bin Alexander Laschow, Professor für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte. Und ich würde sehr gerne im nächsten Semester eine Vorlesung anbieten zum Thema Sprache und Spiel. Und damit ich das tun kann, spiele ich hier über Twitch einige Spiele vor und nach, die mich persönlich dazu bewogen haben, überhaupt dieses Thema anzugehen. Und ich habe jetzt schon zwei missglückte Testläufe mit American Arcadia auf dem Steam Deck hinter mir, da entweder das Videoformat abbrach oder das Steam Deck tatsächlich sich zurückgesetzt hat. Und vielleicht für diejenigen, die das Video sehen, ich streame hier mit einem wirklich extrem rudimentären Setup, ja, auf einem Notebook. Und ich lasse jetzt OBS und das Spiel parallel laufen auf diesem Notebook. Also wundert euch nicht, wenn es zwischendurch mal ruckelt oder die Videoeinstellungen nicht ganz so passen. Für mich kommt es eigentlich darauf an, dass ich den Eingang dieses Spiels ein wenig auskommentiere vor dem Hintergrund eines speziellen Themas, nämlich Lügen. Das Thema Sprache und Spiel ist insofern interessant, weil wir natürlich im Spiel selbst immer verschiedene Perspektiven auf einen Gegenstand haben und ein multimodales Setting, mit dem ich sehr viel mehr erzählen kann und anrichten kann und einrichten kann, als wenn ich nur auf sprachliche Realisierung schaue. Und wenn wir über Lügen sprechen, dann ploppt für diejenigen, die sich schon mal mit Linguistik und Sprachwissenschaft beschäftigt haben, möglicherweise sofort die Sprechakttheorie auf und da vor allen Dingen in diesem Zusammenhang, in dieser pragmatischen Perspektive vielleicht sofort der Zusammenhang mit Kreis und den sogenannten Konversationsmaximen, also in denen man aufrichtig sein soll. Und wir lügen aber nicht nur, indem wir unaufrichtig sprechen, also Teil-, Halb- oder Nichtwahrheiten verbreiten, sondern wir können auch in anderen Modi lügen. Also zum Beispiel, indem wir den bestimmten Eindruck erwecken davon, dass eine bestimmte Realität plausibel ist und sich für die Betrachter als solche darstellt. Also im Wesentlichen können wir über bestimmte Modi Authentizität erzeugen, und zwar so, wie wir es über Sprache allein niemals hinbekommen würden. Und deswegen ist American Arcadia wirklich eines der besten Beispiele, die man hier tatsächlich zeigen kann. Und ich würde jetzt mal das Spiel aufblenden, muss aber vorher noch die Anwendungsaufnahme umstellen, dass wir dann auch den Spielsound drauf haben und tatsächlich jetzt mal in das Spiel selbst gehen. Also American Arcadia, in der Hoffnung, dass jetzt alles funktioniert. Moment, ich muss den Ton mal noch ein bisschen runterstellen. So, ist alles in Ordnung. Also wenn es ruckelt, seht es mir nicht nach. Ihr seht hier keinen professionellen Streamer. Ich verdiene damit kein Geld. Und warum mache ich das über Twitch und nicht über YouTube? Vielleicht noch dazu einen Satz. Ich habe auf meinem professionellen Kanal, YouTube-Kanal, vor allen Dingen Aufzeichnungen aus der Lehre oder für die digitale Lehre oder aus Seminaren. Und wenn ich dann irgendwie zwischendurch immer mal so ein Spiel schiebe, wie so Vampire Survivors oder Halls of Torment oder so etwas, dann reagieren die Leute verständlicherweise ein bisschen irritiert, weil das natürlich nicht zu den Hauptinhalten des Kanals gehört. Ich möchte es aber trotzdem zeigen. Und das Problem ist an professionellen Let's Plays, dass sie erstens nicht meiner Idee folgen von dem, was Sprache und Spiel sein könnte. Das ist das eine. Das zweite ist tatsächlich der Hintergrund, dass ich natürlich bestimmte Dinge nur anspielen kann und vor allen Dingen in den Spielen bestimmte Dinge zeigen möchte, auf die es mir besonders ankommt. Und dafür brauche ich eigene Aufnahmen. Zum dritten ist es so, dass ich denke, dass wenn man sich mit einem bestimmten Thema auseinandersetzt, so mit digitalen Spielen oder Videospielen, dann sollte man die gefälligst selber spielen und eben nicht als Forscherin oder als Forscher von außen draufschauen, ja, und dann aus einer Beobachterperspektive Mutmaßungen darüber anstellen, was denn da gerade sich ereignet,
sodass man auch mit den technischen Problemen und den technischen Herausforderungen und den besonderen Optionen, die das Spiel bietet, überhaupt etwas anfangen kann und das plausibel vertreten kann. Ja? Also das heißt, auch sich mit der Community auseinandersetzt. Also vielen Dank für den Tipp. Sag ab, ja. Schaue ich mir an. Und dass man vor diesem Hintergrund dann natürlich überlegen muss, ob man nicht doch etwas selber aufzeichnet. Also wenn euch interessiert, wo die ganzen Spieleschnipsel landen, die ich hier jetzt auf Twitch anfange zu sammeln, die werden definitiv in der Vorlesung Sprache und Spiel im Wintersemester 2024 eine Rolle spielen. Aber langer Rede, kurzer Sinn, American Arcadia, was erwartet euch? Ich werde versuchen, so wenig wie möglich zu spoilern, sondern einfach mal eine halbe Stunde in das Spiel selbst hineinspielen. Und ich hoffe, dass ich das Ganze, ja super, mit einem uralten Xbox-Controller jetzt zocken kann, nachdem ich das Steam Deck hier so sträflich verlassen habe. Und ich hoffe, dass wir so halbwegs die Framerate halten. Auf 60 ist eingestellt. Wir müssen mal gucken, ob das funktioniert. Ich mache, glaube ich, aber den Ton, den Spiels auch noch ein bisschen leiser, damit mir da nicht so reinhagelt. Wenn es euch zu leise ist, der Sound, dann sagt mal gern Bescheid. Aber dann drehe ich es wieder auf. Worum geht es im Großen und Ganzen? Man sieht es an der Titelgrafik schon ziemlich deutlich. Um eine Beobachtungs- und Überwachungssituation. Und zwar vereint American Arcadia zwei Stories. Nämlich zum einen die der Truman Show, wenig überraschend. Und zum anderen aber, und das ist vor allen Dingen für den Einstieg sehr, sehr relevant, die Geschichte von Täglich grüßt das Murmeltier. Wenn ihr diese beiden Filme nicht kennt, holt die nach. Es gibt keine Entschuldigung, die nicht gesehen zu haben. Und das kann man, glaube ich, wissen, wenn man das Spiel spielt. Es läuft darauf hinaus, und damit spoilere ich auch nicht, dass es sehr intelligent auf die medialen Entwicklungen der letzten 30 Jahre reagiert. Weshalb? Die Truman Show ging doch davon aus, dass wir mehr oder weniger als Konsumenten relativ passiv mediale Inhalte konsumieren und hat so etwas wie die sozialen Netzwerke oder den Boom der Videospiele nicht vorhergesehen. American Arcadia ist da etwas cleverer. Das heißt, die kritische Note, die das Spiel mitbringt, zielt genau darauf ab, dem Spieler, der das Spiel spielt, den Spiegel vorzuhalten und sagen, du rezipierst das Ganze, du bist Teil der ganzen Maschinerie und nur wegen dir gibt es solche Inhalte. Und davon haben wir genug. Die sozialen Netzwerke, in denen Leute ihre Haut zum Markte tragen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Wir haben Reality-Shows im TV, die an Abgrundtiefe kaum noch zu unterbieten sind, möchte man meinen. Und die Truman-Show war faktisch nur der Auftakt des Ganzen. Okay, wir starten jetzt ein neues Spiel. Ich fange ganz von vorn an und kommentiere immer zwischendurch, wenn etwas für die Vorlesung für mich von Relevanz ist. Okay, also geht los. Viel Spaß. Ja, genau. This, Comet, is our new project, Arcadia. It looks like a city from outer space. Not quite. Arcadia is indeed a city, but it would be built right here in America. Golly! Picture a city of dreams and hopes for the young and old alike, where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. Gee, that sounds like a dream, Mr. Walton. Because it is a dream, Comet. And remember, to reach our dreams, we... Okay, ich starte es nochmal. Ich habe es übertrieben mit der Steuerungsoption. So. Wartet kurz. So. Huh?
Also. Man sollte das Setting so lassen, wie es ist, wenn es funktioniert. Genau, weil wir das jetzt nochmal ansehen. Für diejenigen von euch, die schon ein bisschen jünger sind, das ist eine alte VHS-Optik, die hier anzitiert wird. Natürlich im klassischen 4:3. Not quite. Arcadia is indeed a city, but it would be built right here in America. Golly. Picture a city of dreams and hopes for the young and old alike, where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. Gee, that sounds like a dream, Mr. Walton. Because it is a dream, Comet. And remember, to reach our dreams, we need to soar higher than ever before. Are you ready to proceed then? Yes. Yes, I'm ready. Good. We're recording now. So, please, sir, state your name, age, and occupation. Trevor Hills, 28. Senior account manager at INAC. Although, I'm not sure about that anymore. I'm also the most popular person in Arcadia. But you probably already know that, right? Subject 1392. Das ist jetzt schon Teil des Spiels. Stop running and surrender now. Subject 1392, turn yourself in or be neutralized. Yeah? You'll have to catch me first, you jerk! Yes, we know that, Mr. Hills. Please continue. I used to have a mundane life, just my everyday routine, and I liked it that way. But I think it all probably began about 2 weeks before that dreadful day. So, herzlich willkommen im Spiel. Und jetzt vor allen Dingen, was wichtig ist, dass wir eine typische und täglich grüßtes Murmeltier Szene spielen. Ich möchte nochmal auf Folgendes hinweisen. Das Spiel setzt sehr clever bestimmte Artefakte ein, die einen sofort zurückversetzen in eine ältere Zeit. Dazu gehört nicht nur dieser Radiowecker, von dem hätte, da hätte ich als Kind hätte ich total gerne einen davon gehabt, mit so beweglichen Zifferblättern, sondern auch über Schriftarten. Das Ganze steuert. Dann das Ganze schauen wir uns mal an. Good morning, Arcadia. Today we're enjoying a splendid temperature of 77.1 degrees and a humidity of 53% on this beautiful sunny Friday morning. Good morning, Arcadia. Bin mal gespannt, wie das nachher klingt. Morning, Kovacs. What do you say? Up for another exquisite cabbage breakfast? Unser Schildkröte als einziger Mitbewohner. Autodroid to full cleaning. So, vielleicht hier an der Stelle mal ganz kurz zwei, drei Kommentare zu der Szenerie und warum das Spiel für uns in Sprache und Spiel interessant wird. Achso, da mache ich noch eins dafür. I was pretty good at Spectrex when I was a kid. So. But I'm not into video games anymore. Das, was man hier sieht, ist eine typische technologische Ausstattung aus den 70er Jahren, 70er, 80er Jahren. Mit einer Besonderheit. Die Designsprache spricht genau noch das Ganze an. Die Klamotten, die Schlaghosen, der Vestover, die Koteletten, ja, von Trevor. Also alles schreit hier aber durch und durch. Fernsehtechnik, die Computer, die Videospieltechnik, auch die Küchengeräte. Aber das Ganze ist modernisiert im Sinne von einer Robotik, die man in den 70er Jahren keinesfalls hat. Der Rasensprenger hier draußen, den sieht man da. Oder auch der Saugroboter, der das ganze, das ganze Haus sauber hält. Die Muster der Fliesen, die Küchenpaneele.
alles original 70er Jahre. Wenn auch natürlich sehr modern. Und Trevor spielt Klavier. Ihr habt am Anfang einen Steinway, Titel gehört, der tatsächlich eine Hommage ist an das Spiel selbst. So, und jetzt verlassen wir das Haus. Szenerie typisch amerikanisch, gegossene Fußwege mit einer Ausnahme. Monorail und automatischen Zustellreportern. Morning, Mr. Bernstein. Good morning, Trevor. Okay. Monorail, da haben wir es. So, das werden wir als nächstes sehen. Und auch darauf wird es mir ankommen. Wenn ihr Lust habt, lest mal die Aufsätze von Jürgen Spitzmüller zum Thema der Relevanz von Schriftgestaltung für die Übermittlung von zusätzlich sozialen, kulturell abgestützter Bedeutung an den Schriftarten oder von den Schriftarten ausgehend lesen wir sehr viel in der Kultur. Right, you can see the Walton Family Memorial. It's a massive sculpture carved in stone of Elijah Walton, his brother Donald and Vivian Walton, Elijah's granddaughter and the current Arcadia representative. Next stop, Einak Gemini Tower West. So, Einak ist das Unternehmen, in dem Trevor arbeitet. Das hat uns schon mitgeteilt. Trevor Hills, welcome to Einak's Gemini Towers. You've been working with us for 9 years, 10 months, and 14 days. Thank you for your dedication. Was für eine frustrierende Begrüßung. Also ich könnte gut darauf verzichten, dass mir jeden Tag gesagt wird, wie lange ich wo und wann schon gearbeitet habe. Aber auch hier nochmal zur Omnipräsenz des Designs. Diese knalligen Farben, also in drei Tönen, ja, erinnert an die mediale Gestaltung von Werbung und Unternehmensmarketing in den 70er und 80er Jahren. Also schaut euch gern mal alte Formel 1 Wagen Entwürfe an oder alte Shell-Werbung, das ist genau das, was man hier sieht. Die Schriftart, Einak, Monorail, da hinten haben wir unterschiedliche Flaggen hängen, erzeugt viel von Authentizität für die dargestellte Kultur, das heißt, wie unterschwellig ganz wesentlich damit oder dafür verantwortlich ist, wie man das Gezeigte wahrnimmt. Die Lampen, die Sessel, die Farbgestaltung generell, die Arcade-Maschinen da hinten. Still trying to beat my Spectrex high score, Mitch? It's just a matter of time, Trevor. Just a matter of time. Ja, wird nix. Yeah, sure, whatever. So. Ah, das ist ärgerlich, dass es jetzt so ruckelt. Aber the automated data analyzer is the most powerful computer ever built. Einak technology inside. Das ist ein Detail, das uns noch beschäftigen wird. Ada, der automatische Datenanalysator, ist das zugrunde liegende Konzept eines Superrechners, der das ganze System hier steuert. Also das heißt, das Spiel greift auch auf die aktuelle KI-Debatte Trevor, zurück. My man. Hey, Gus. You look good, buddy. Been going to the gym? Achtet mal auch hinten auf die Displays, das wird total wichtig. By the way, you going to the Blitz party tonight? Nope, I still have some stuff to finish here. Trevor, man, would it kill you to have a little bit of fun once in a while? Tending to Ada. I do have fun, moderately. I enjoy doing my job, validated. You won't be enjoying it so much now that Romano is our new supervisor. Tending to Ada? What? Will Romano? Seriously? But that guy is a moron. Validated. You know, Gus, sometimes I get the feeling that only absolute jerks, egomaniacs, and obnoxious people thrive in this company. I didn't know you were interested in the supervisor's job. I'm sending it to Ada? Validated. And I'm not. But William Romano, man? You gotta be kidding me.
Have you ever wanted to leave all your worries behind and have the time of your life while exploring the world and making unforgettable memories? Now, thanks to the Arcadia Edge Travel Grant, you can experience what you've only dared to dream of. Because not everyone who wanders is lost. The Edge Travel Grant, only in Arcadia. Apply now through Ordinary Mail or Adanet. Mr. Hills, you haven't really told us anything out of the ordinary so far. Do you really need to go through... I know what I've told you might seem irrelevant now, but it'll help you understand later. Trust me. So viel zum Murmeltier-Effekt. Good morning, Arcadia. It's another beautiful day in the city of tomorrow. We're expecting a high of 75 degrees and humidity of 66%. So. Die Prozeduren und Routinen sind identisch. Weshalb spielt es für mich jetzt hier nochmal eine Rolle? Man sieht in dem Zusammenschnitt, also in der Videoaufzeichnung, in dem Gespräch, in der Verhörsituation, in der sich Trevor befindet, ganz klar, dass derjenige, dem er diese Geschichte erzählt, die wir jetzt hier nachspielen, schon nach dem ersten Mal durchaus ausreichend ist, um zu verstehen, in welchem Setting man sich hier befindet. Das Spiel als ludisches, das Spiel mit seinen ludischen Möglichkeiten jedoch, lässt uns das genau noch einmal so spielen. Das heißt, wir vollziehen faktisch im Spiel die Routine nach, die Trevor als seinen Alltag beschreibt. Grüßen wir doch mal Herrn Bernstein. Good morning, Trevor. So, jeden Morgen. Oh, I hope you are up for a pleasant stroll along Memory Lake. So keep those cameras ready, because you might get some really, really nice pics of the Arcadia Spire up there. Next stop, INAC Gemini Tower, West. Hmm. I wonder where this guy went. Hey, Millie, have you seen Gus today? Is he sick, or... I don't think so. He just left early today. Really? He didn't say anything to me. We're gonna fall behind schedule. Man, I'll be working overtime to send all these Ada memos by myself. Thank you, Gus. So. Jesus, this is gonna take me forever to finish. Er weicht von seiner Routine ab. I should have been home 3 hours ago, and I still have a ton of work to do. So, jetzt ein ganz wichtiges Element. Hey, hey, I'm still working here. Offenbar war was anders. So. Ba, 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 ba. Also mit kleinen fröhlichen Melodie, also mit der Melodie des Weckers. So. Citizens, we have a new Edge Travel Grant winner. His name is... Hey, isn't that Gus? Augustus Rainey, a 31-year-old senior account manager at INAC. Soon, Gus will be enjoying Fiji's pristine beaches and crystal clear waters. I hope he packed an Aloha shirt and a pair of sunglasses. Hmm, that's weird. Gus was never interested in any of this. Das hat ja möglicherweise was zu bedeuten. So, I barely got to meet him, you know. They promoted me to a supervisor 2 days later. Gus the Globetrotter left us. Romano, I really doubt that Gus ever applied for the travel grant. You know Gus. Not much of a talker. What a lucky son of a gun, though, huh? Huh? Fiji. Ooh. Kill for a beach trip right about now. Anyway,
Make sure that report is ready for tomorrow, will you? It'll be ready, Romano. Don't worry about it. What on earth? So, was man jetzt vielleicht schon ein bisschen sieht, ist, dass es hier eine zweite Ebene gibt. Eine zweite Handlungsebene, dass sich jemand in das Spiel selbst einschaltet. Oder in diese Welt selbst einschaltet. Trevor Hills, welcome to Für diejenigen, die sich nicht spoilern lassen wollen. Hey, hey! Did anybody hear that? It's that song again. Nobody? Really? Wird es jetzt langsam Zeit, den Stream abzuschalten? Auch wenn wir direkt am Anfang des Spiels sind. Bis hierhin konnte ich noch die Mechanik ganz gut zeigen. Und aber alles, was ab jetzt kommt, wird problematisch. Listen, Dave, have you noticed some weird things going on lately in the office? Weird? How? What do you mean? I don't know. Lights going off, music suddenly playing in the PA system? No, nothing. Okay, well, yeah, forget it. There must be a rational explanation for all this. There must be. Ich lasse das nicht laufen. Nur für das Achievement. God, this can't all be a product of my imagination, can it? Hey, Trevor, you up for a couple of years after... No. I can't. Well, it's gotten into him. Also vielleicht... Leave me alone, damn it. Ich muss mal ganz kurz hier stehen bleiben, um das... Spiel mich mal zu triggern. Okay. Warum ist das Spiel für die Vorlesungssprache und Spiel so außerordentlich interessant? Es wird hier faktisch im Eingang, also nicht wegen des ganzen Plots, auch nicht wegen der vierten Wand, auch nicht wegen der Adressierung des Publikums, das das Spiel selbst spielt, sondern weil hier in den ersten Minuten gezeigt wird, wie eine vollkommen authentisch und plausibel aufgebaute Welt nach und nach in ihrer Authentizität dekonstruiert wird. Und das geht hier im Spiel über verschiedene Dinge, nämlich die Einblendung anderer Perspektiven, die Umschaltung auf bestimmte Kameras, von denen Trevor gar nichts weiß, und die Einspielung anderer medialer Inhalte, die mit seinen Routinen nicht konform gehen. Das Ganze erzählt er in der Retrospektive in einer Verhörsituation einer weiteren Person, die wir jetzt noch nicht kennen. Und wir spielen also faktisch die Geschichte von Trevor nach. Nicht aus seiner Perspektive, sondern auch aus einer anderen. Und die Sprache spielt insofern hier eine besondere Rolle, als über die Sprache selbst immer wieder Botschaften übermittelt werden. Es werden Lieder eingeblendet, es werden bestimmte Informationsstrukturen weitergegeben. Über seinem Schreibtisch hängt groß das eine Logo und ADA, also EDA für den Zentralcomputer. Und das sind die Aspekte, die ich in der Vorlesung ausstelle. Okay, wir gehen mal weiter. What? Jesus! What the? Who is doing this? Who on earth is doing this? Also er verliert langsam seine Fassung. Look at these screens! Damn. Und ist immer der Einzige, der es sieht. Also das Ganze deutet schon auf so eine... Also entweder wurde er verrückt. Maybe it's only stress. Ja. I've been working too much lately. Das vermutet er selbst. I need to go to the doctor. It's been ages since I had a checkup. I don't even want to get close to the TV. Not after last time. No thank you. Who knows what might happen if I turn that droid on? Hey Kovacs?
I going crazy, buddy? I don't think I'm gonna sleep a wink tonight. So. Those were probably the worst 2 weeks in my entire life. Or at least the weirdest. Although it was nothing compared to what I was going to experience later that day. Do you know they even had a name for it? You mean a name for your... Yes, that's it. The day the running started. Okay, I have to get a hold of myself. Okay, let's go. It's Friday. Just a few more hours of work and the week will be Wenn over. Ihr nicht wissen wollt, here, wie das Spiel ab hier fortgesetzt wird, es ist jetzt Zeit auszuschalten. Remember that you can apply for the Edge Travel Grant too. The only requirements are that you must be of legal age and have an insatiable wanderlust. Request the application form via ordinary mail or internet. No, thank you. Also Trevor will nicht reisen. So. Okay, today's tasks. Nothing like some routine stuff to keep your mind occupied. Oh, come on! I didn't even save. Hey guys, did you lose your... So what? Gus is dead. Trevor Hills, please. Your supervisor requires your presence in the meeting room on the 10th floor. Now what? Das, muss ich ehrlich sagen, war eines der wirklich tollsten Erlebnisse an diesem Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob noch eine andere Botschaft kommt. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Das ist aus den Messages, ja, etwas Neues gebaut wird, das faktisch zum Spielhintergrund gehört, mit dem aber klar wird, also irgendwas funktioniert nicht. Gas ist leer. So. Gehen wir weiter. What on earth? Sei kein Dummkopf. Und man spielt, das kann ich sagen, schon hier mit so einem leichten Unwohlsein. Trevor, listen carefully. I don't have much time. As soon as you enter that meeting room, your supervisor is going to congratulate you for winning the Edge Travel Grant. Who is this? Just listen. 3 travel agents will be there with you to arrange all the paperwork. If you leave with them, won't ever be seen again. What? Wait a second. I didn't even apply for the travel grant. Neither did Gus. Follow my instructions when you exit the elevator. It's your only chance to survive. What? Wait! What on earth was that? Und um das mal klar zu sagen, das ist natürlich eine... On the intercom. Look at them. Do those guys look like travel agents to you? Take the elevator at the end of the hallway and go straight to the 20th floor. Whatever happens, do not stop until you get there. Oh, hey, Trevor, come here. I have good news for you. Where are you going, Mr. Hills?
You've won. No. So they've seen me. Travel. Please, can you come here for a minute? And with this measure, we... Hey, you can't be here, mister. This is a private meeting. Sorry, I have to... Don't mind me. Bye. Ich hoffe, man kann das Ende der Aufzeichnung gut erkennen. Das Ganze. Sorry, couldn't hold it. Take the stairs. Okay, now what do I do? When you reach the 20th floor, cross the Ada room lobby and enter the supercomputer room. The supercomputer room? I don't have clearance to access the... Don't worry, I'll take care of that. So, wir sind jetzt im 20. Stock. Im Ada. Damn it, there's no exit here. Hey, you, strange voice or whatever you are. Can you hear me? What do I do now? Wait in there. I have to do something really quick. What? Calm down. Don't panic. I'll be right back. Oh, I'm so sorry to leave you hanging there, Trevor. But admin permissions are updated daily, so I have to do this right here and right now. Great, all checked. Next phase of the plan. There she is. Kendra Tomlin, my inept boss. She's probably been logged into her computer all day, lurking through her assigned citizen grid, enjoying a quiet day with no incidents. Well, that's about to change as soon as I shut down her computer from my cell phone. Which, I don't remember where I put. Ah, where did I leave my cell phone? So. Jetzt sieht man eigentlich das Herzstück dieses Spiels, nämlich die Interaktion zwischen zwei Figuren. I have to grant myself admin permissions to help Trevor. Without them, I'm afraid I can't do anything to help them. Mit diesem Kniff, ja, wird das Spiel sehr viel komplexer, als es mit dem... No matter how hard I try, I always have an awkward expression in my ID photos. Mit Möglichkeiten des Films oder mit Möglichkeiten der Erzählung denkbar ist. Denn das Spiel wechselt gleichzeitig von einer 2D in eine 3D-Umgebung. Und mit dieser Figur, die wir jetzt gerade spielen, die Trevor versucht aus Arcadia herauszuführen, stehen wir ab sofort in Dialog und in Auseinandersetzung, auch in Interaktion miteinander. Das heißt, wir wechseln noch einmal die Erzählebene und haben noch einmal eine andere Perspektive auf den ganzen Zusammenhang. Und das Ganze macht das Spiel unglaublich interessant und ist eine wirkliche Empfehlung zum Nachspielen. Okay, an der Stelle, um das mal klar zu machen, würde ich ganz gern direkt aus dem Stream rausgehen. Warum? Weil wir die wesentlichen Merkmale dieses Spiels uns genauer angesehen haben. Nämlich, dass wir so etwas haben wie eine Szenerie, in der aus verschiedenen Perspektiven auf eine gebaute und realisierte Welt geschaut wird, mit der man mehr oder weniger oder in der man als Spieler mehr oder weniger gut interagieren kann. Das Spiel selbst gibt einem natürlich die Perspektiven vor, aus denen man auf diese Wirklichkeit schaut und macht das selbst zum Thema. Das heißt, selbst wenn wir diese zwei Perspektiven haben, werden wir wahrscheinlich noch nicht wissen, wie authentisch das ist, was wir gerade sehen. Und das Spiel spielt genau mit dieser Frage von Authentizität, Augenzeugenschaft auf eine spezifische Szenerie, die so plausibel es irgend geht, entworfen wird. Wir sehen hier ein hochmodernes Büro, das mit der Welt von Arcadia, die wir vorher gesehen haben, nichts zu tun hat. Gar nichts mehr. Sondern in einer komplett technologisierten Welt, in der wir unterschiedliche Zugangsberechtigungen in einem Bürosystem haben und unterschiedliche Möglichkeiten der Einflussnahme auf dieses System. Es sei nicht zu viel verraten, dass die Figur, die wir jetzt hier gerade aus deren Perspektive jetzt hier gerade auf das Spiel schauen, natürlich das System hackt. Und mehr mag ich über die Geschichte überhaupt nicht sagen. Also schlussendlich, Trevor geht es gut, er wird das Ganze bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zumindest überleben.
Und wie sich das Spiel entfaltet, wie sich das entwickelt, das müsst ihr selber ausprobieren. Das ist ein wirklich guter Tipp. Ihr braucht zwischen 7 und 8 Stunden, um das Ganze durchzuspielen. Und es sei für einen verregneten Nachmittag oder Abend wirklich empfohlen, das Spiel American Arcadia zu probieren. Auch weil man im Nachgang immer wieder Neues entdecken kann. Die Schriftarten, auf die es mir ankommt, also das heißt die Fonts, die eingesetzt werden, um eine gewisse zeitliche Distanz zu erzeugen, um Aktualität zu erzeugen und so weiter und so fort, gehen selbst neben ganz unauffälligen weiteren Elementen nebeneinander her. Und deswegen habe ich diesen Screen eingestellt, nämlich der Farbgebung. Das heißt, Trevor agiert mehr oder weniger die ganze Zeit in warmen Rot-, Orange-, Brauntönen in dieser Welt, während die Hackerin durchgehend in Grau-, Blau-, Grün und Weiß, also sehr kalten Farbsettings, sich bewegt. Und das Ganze trägt natürlich weiter zur Atmosphäre bei. Also wir haben die Schriftarten, wir haben eine Farbgebung, Design und Formgebung, das heißt, hier sehen wir schon, hier ist nichts mehr rund in der Welt, in der wir uns bewegen. Und das Ganze geht weiter über die Frage, womit wir es hier eigentlich zu tun haben. Der Einstieg des Spiels, also die paar Minuten, die wir uns jetzt angeschaut haben, sind inszenatorisch in dieser Hinsicht unglaublich gut gemacht. Und deswegen wird genau dieser Einstieg ein Thema sein für die Vorlesung Sprache und Spiel, in dem über Formensprache, über sprachliche Konventionalisierungen und über Adressierungen ein Lügengebäude aufgebaut wird, das durch unterschiedliche mediale Einbrüche langsam zum Einsturz gebracht wird. Wir haben das gesehen an dieser Schalttafel, die manipuliert wird. Und das Spiel ist ein unglaublich gutes Beispiel dafür, wie man auch thematisch, wir waren jetzt nur auf der sprachlichen Oberfläche, wie man auch thematisch über das Thema Manipulation einleiten kann. Und deswegen hat es seinen Platz in der Vorlesung auch verdient. So, jetzt hoffe ich, dass das technisch zumindest soweit erträglich ist, dass dieser Wechsel der Plattform vom Steam Deck auf dem PC, mit dem ich gleichzeitig streame, zumindest, dass die Audiospur gut nachvollziehbar ist. Das werde ich jetzt aber mal nachhören. Und ich bin, weiß noch nicht, was ich als nächstes Thema hier in dem Stream platzieren würde. Aber das soll es erstmal mit American Arcadia gewesen sein, auch wenn es tatsächlich nur der Einstieg ins Spiel war. Aber mehr ist auch nicht notwendig, um Lust drauf zu machen. Spielt dieses Spiel. Es ist großartig. Ja, also, bis dahin, bis zum nächsten Mal.